So. Na, schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Abgestorbene Bäume, ein Stück von der Straße. Oh, da hinten ist noch eine wilde Bestie. Ja. Holen wir uns noch schnell das Gold ab und natürlich ein Stück Erfahrung. Und ja, jetzt die nächsten. Ja, passt mal. Ja. So, gut, hier unten gibt es auch nichts mehr weiter. Nur noch den Felshaufen mit. Den Baumsturm. Felshaufen, noch ein Baumstumpf. Oh, hier ist eine Höhle. Oh, mit einem Schlägel. Da ist noch ein Waffenständer. Ebenfalls mit was drin, was uns aber überhaupt nicht interessiert. Schön. So, na dann gehen wir doch mal weiter hier oben. Was gibt's denn hier noch? Mann, 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 Mann. Es ist alles so leer hier, ich verstehe das gar nicht. Okay, aber ich denke mal hier oben, die Höhle hier unten, die schaue ich mir dann gleich noch an. Aber ich denke, ich werde erstmal hier die Gegend noch ein bisschen erkunden. Ja, und vor allem ein paar von den Fröchen oder was das auch immer für ein Tier ist, wühlender Springer. Die hatten wir doch schon mal, oder? Das kommt irgendwie bekannt vor, dieser Name. Die erstmal platt machen und hier oben vielleicht den Stab einsammeln. Oder denke ich mal, da ist es sicherlich schlau, wenn man ringsherum auch erstmal alles aufräumen. Wow. Ja, Hilfe! Das ist gut, dass wir hier ein... Ja, geh mir weg. Bin nie mit deinen komischen Früchten am Bach gesehen. Jetzt kommt noch so ein blauer Kühlchen. Mit Wandspaß. Ja. Ah. Ah, waren natürlich mehrere, war ja klar. Ja, hier, komm, guck mal da. Da. Da hast du was. Ja. Ja, das hätte sich jetzt zum Schluss gelohnt. Super. Hätte man auch mal eher einschalten können. Naja. Hoffe mal, dass ich das dann in den kritischen Momenten nie vergesse. Ja. Ja. Ja, lalala. So, Dorfbewohner, alle nix dabei. Ziegentrommel weggebasht. So. Gut, dann schauen wir uns das hier oben nochmal an. Und nächsten Kanal. Ja. Guck mal hier, schönes Feuerwerk. Das ist schön. Ja. Fiese Fellhose. Huch. Gold auch einsammeln. Ja, das sah jetzt sehr gut aus. Das hat sich gelohnt. Ja, nochmal Runde 3 hier. Ja. Alter. Haust du mich vielleicht nicht so von aus der Entfernung, ey? Das ist ja unerhört. Das geht ja mal gar nie. Echt mal. Rammelt der einfach so an mich ran. Das ist ja schon eine Nötigung. So. Was ist denn hier? Das ist ja nett. Südliches Hochland. Aha. Okay. Gut, okay. Das sieht mal nicht schlecht aus. Aber reingehen kann man hier nicht. Schade eigentlich. Na gut. Wäre auch zu schön gewesen. Ich bin froh, dass uns das Schicksal auf diesem Weg zusammengeführt hat. Aha. Warum? Ihr kämpft sowohl mit Ehre als auch Leidenschaft. Ich weiß, dass in euch eine reine Seele brennen muss. Schlecht. Stab. Ja.
Und natürlich wird er von einigen Fassbar bewacht. Das ist egal. Ja, aber. Junge, du hast uns überhaupt nichts entgegenzusetzen. Du bist auch Schamane hier. So. Gut. Haben wir denn mal wieder was Schönes gefunden? Denn 12,6. Nee, das brauchen wir glaube ich nicht. 7 Vitalität. 18,7. Naja. 93, 11 auf Stärke. 36 auch mit Stärke. 35 mit Geschick. Bringt uns auch alles nix. Das Ding bringt uns auch nix. Ach. Okay, gut. Ich denke, ich gehe einfach mal hier unten in die Höhle rein. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Saturnisser. Wie lange habe ich gearbeitet, um die dunklen Künste zu meistern? Endlich ernte ich die Früchte meiner Arbeit, denn Magda hat mich zur Kenntnis genommen. Sie hat mir eine besondere Aufgabe versprochen, die dem Erhabenen unendlichen Ruhm bringen wird. Ich kann kaum mein Auge zutun, bis sie mir den Plan am Morgen mitteilt. Oh. Naja, der letzte war natürlich völlig umsonst, aber was soll's. Dafür ist zumindest der Dreifachschuss gegen die Spinnen sehr effektiv. Eichenzauberstab, nicht schlecht. Macht auch gut. Schießt die dann mit so einem Bomben zusammen an sich. Ja, da. Hast du was? Ah. Zaubern können wir nämlich auch. Und das nicht mal so schlecht. So. Ach, hier oben geht's gar nicht weiter. Können wir noch die Leiche mitnehmen? Und dann geht's schon hier drüben lang. Wisst ihr mal? Hätte der uns beinahe schon. Habt ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Angst? Ich werde von Prophezeiungen geleitet. Ha. Es gibt keinen Grund zur Angst. Sehe ich auch so. Dann sind wir beide gesegnet. Was? Dein Glaube schützt ihn? Naja, das ist kaputt. Wow, Das hat natürlich diesen blöden Schatzgoblin angegriffen. Das ist voll dumm, ist. Der mir jetzt hier fiech in die Meute reinrennt. Alter Schwede. So. Das war knapp, ey. Scheiße. Also, das machen wir nicht nochmal. Halleluja. Boah. Also, bloß um das vielleicht mal ein bisschen hier zum Ausdruck zu bringen, mir ist gerade eben das Herz doch ein wenig in die Hose gerutscht, als hier der Bildschirm rot war. Das war echt. Boah. Alter Schwede, ja, und was hat's uns gebracht? Ein bisschen Gold, aber. Mann. Naja, gut. Fürs nächste Mal, ja. So, einfach mal so fürs Protokoll. Nochmal nicht. Ja, also die Schatzgoblins, ne? Normalerweise nicht gefährlich. Aber man sollte echt aufpassen, ob man denen hinterher rennt oder nicht. Natürlich immer irgendwelche Gegner reinrennen. Das ist echt schlimm.
Ein mächtiger Gegner erwartet uns. Na, super. Kommt mal ran hier. So. Ja. Sehr schön. Zack. Au. Was für eine monströse Kreatur. Das ging jetzt gar nicht mal so schlecht. Das war doch eigentlich ganz gut. So. Und der Dorfbewohner. Hier geht's weiter runter. Ah, da ist noch ein Tornister. Ziegen Menschen. All meine Arbeit für einen Haufen dämlicher, stinkender Ziegenmenschen. Magda behauptet, dass sie unsere wertvollsten Verbündeten sein werden. Und dass die Aufgabe eine ist, die sie niemandem außer mir anvertrauen kann. Aber ich weiß, wo ich hingehöre. Ich bin zutiefst verletzt und gedemütigt. Ich glaube, der gute Ulrich ist nicht so wirklich mit dem zufrieden, was er da als Aufgabe gekriegt hat. Von der guten Magda. Naja. Den Schrein hätte man vielleicht eher nehmen sollen. Naja. Verdammt. Muss ich das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen? Oder soll ich überhaupt ein bisschen besser aufpassen? Da sind wir vielleicht auch so eine Sache mit dem komischen Gnomen vorhin nicht. Naja. Das wird schon. Alter. Guck mal, auch auf die Leute hier. Was war ja nichts entgegenzusetzen. Sterbt, meine ich natürlich. Huch. Ja, im Eifer des Gefechts, da kann man schon mal seine Worte vertüdeln. Ihm ist das nicht passiert. Gerade so dabei ist. Hier. Spinnen den gar auszumachen, Beine auszureißen. Und, ja. Huch. Lack. So. Was haben wir hier oben noch? Noch ein toter Dorfbewohner. Noch ein toter Dorfbewohner. Schön. Viel Geld. Jo, dann machen wir hier noch. Und hier geht's zurück. Haben wir jetzt noch was Gutes gefunden? Das Ding ist sogar besser. Na, nehmen wir doch gleich. 8 Stärke, 5% mehr Gold von Gegnern. 9 Stärke, regeneriert ein Leben. Nee, das kriegt dann. 15 Intelligenz. Und Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Das nehmen wir. Super. Das lohnt sich sogar. 16,2 mit Arkanschaden. Der macht Stärke 16,2. Danke. Das ist echt besser. Also es geht zwar die Rüstung runter, aber dafür geht der Schaden auf jeden Fall ein ganzes Stück nach oben. Super. Das behalten wir mal. Was haben wir hier noch? Bessere Chance, magische Gegenstände zu finden. Nee. Das lassen wir. Der kann ruhig Damage machen. Damage ist immer gut. Zumindest für unseren Mitläufer hier. So, wo sind wir denn? Da müssen wir hin. Also gehen wir erstmal hier drüben lang. Decken wir mal die restliche Karte auf. Und dann schauen wir mal, wie weit uns das hier bringen wird. Ja, wir gucken hier. Bam! Der da hinten, der wird dasselbe Schicksal ereilen.